So, hallo. Ja, ich habe es mir gerade mal gemütlich gemacht in einem Wohnmobil hier in Markt Indersdorf bei Sunmobil Cars. Schön. Ja, wobei das letzte Video, das war ja nicht ganz so schön. Es war bitter, aber ehrlich. Nicht? Auslieferungsverzögerungen, Lieferengpässe und so weiter. Aber so ist die aktuelle Lage nun mal. Aber wir hatten es ja angedeutet, da gibt es einen Lichtblick. Ne? So frei nach dem Motto, seid ihr Optimist oder vielmehr Optionist. Weil die hatten hier bei Sunmobil Cars in Markt Indersdorf eine, ganz ehrlich, eine geniale Idee. Ne? Sie haben, wie soll ich sagen, aus SOS Wohnmobil haben sie FOS gemacht. Die Idee dahinter, der Fahrzeugoptionsschein. Also zuerst zahlt man 7.000 Euro ein. Hey, 7.000, magische Zahl. Da gibt es dann so einen Antrag, das ist nicht so wichtig. Es war nur eine Kopie. Wichtig ist, was dann kommt. Dann kommt er nämlich. Der Fahrzeugoptionsschein. Edel oder edel? Mit Siegel und mit allem drum und dran. Und wenn Sie, wenn ihr das Teil dann in der Hand haltet, dann sind Sie, seid ihr ganz vorne mit dabei. Egal ob Lieferengpässe oder Verzögerungen, ganz vorne mit dabei. Jetzt fragen Sie, jetzt fragt ihr, wie, warum, wieso, was, das ist doch gute Fragen. Und genau die stelle ich jetzt unserem Juniorchef, dem Dennis Möller. Mal sehen, was sich dahinter nun wirklich verbirgt. Oh. Das ist ja schon original. Puh. So, jetzt bin ich hier bei Sunmobil Cars und da sitzt er, der Dennis Möller, der Juniorchef. Hier habe ich ihn, nicht? Den Fahrzeugoptionsschein. Und jetzt wollen wir doch mal wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich bin jetzt quasi so eine Art missmutiger Kunde, der sagt, ja schön, edel, aber das ist nur Werbung, bla bla bla. So, Herr Möller, jawohl. Was verbirgt sich denn dahinter? Können Sie mir das vielleicht in 2, 3 klaren Sätzen erklären? Gerne, ist ganz einfach. Die Idee dahinter ist folgende, und zwar, wir haben ganz viele Anfragen, Kunden, die unsere Videos verfolgen, die Wohnmobile kaufen möchten. Das Problem ist halt, aktuell, weiß ja eigentlich fast jeder, es gibt keine. Ja, ja. Das habe ich ja auch schon erzählt. So, und das Problem, vielleicht mal was Neues. Das Problem ist halt, und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch neu, wir wissen als Händler selber noch gar nicht, was es nächstes Jahr überhaupt geben wird. Wir wissen auch noch gar nicht, ob sich was ändert, was es uns kostet oder wann konkret die Autos kommen. Und daher wäre es einfach falsch, den Leuten da draußen einen Vertrag unterschreiben zu lassen, wo irgendwas draufsteht, was wir ja noch nicht mal wissen oder sehen können. Verstehst du, was ich meine? Ich bin ein Freund davon, wenn man relativ schnell auf den Punkt kommt. Danke. Auf jeden Fall, Ende vom Lied ist, der Fahrzeugoptionsschein bietet für den Kunden aktuell einfach die sicherste und flexibelste Lösung, sein Fahrzeug so zu bekommen, wie er es sich wirklich vorstellt. Weil alles andere wäre einfach nicht fair, wenn ich ihm jetzt einen Vertrag hinlege und da irgendwelche Sachen fixiere, die ich am Ende vielleicht gar nicht erfüllen kann. Weil dann ist der Ärger wieder vorprogrammiert. Und darum steht es hier auch nochmal, also FOS. Was heißt FOS? Flexible Lösung, optimale Konfiguration und sichere Abwicklung. Ja, es klingt ja toll, aber auch so ein bisschen wie so ein Werbegeblubber, oder? Da fragen wir doch noch mal genauer nach. Tja, da fragen wir doch genauer nach. Die können uns ja viel erzählen. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja, dummerweise die hier auch. Entschuldigung, der Dennis hat gesagt, die haben gerade einen frischen Kuchen. Mal kurz gucken. Schmeckt's? Leider ein guter, danke. Ja. Ein guter Bestechungsversuch. Na, ich bin ja jetzt der missmutige Kunde. Ich bin, oh, ist das lecker. Ja, danke. Prost. Vegan. Ja, Trotzdem lecker. Nein, anderes Thema. Nein, die Frage ist, können wir uns bitte wieder auf das Thema konzentrieren? Ja. Also, der Fahrzeugoptionsschein und ich bin der missmutige Kunde, der hier sitzt und sagt, ja, tolle Idee. Ja, super, aber überall schon gehört und lauter Versprechungen. Das kriegt man ja nicht einfach so, diesen Schein. Vermutlich muss man einen Antrag ausfüllen und beim Wort Antrag klingeln bei mir sämtliche Ohren. Da sitze ich 4 Stunden vorm Computer und werde wahnsinnig. Nein, nein. Also es ist eigentlich gar kein Antrag. Es ist eine Vereinbarung. Heißt für den Kunden, der am Ende ein Wohnmobil kaufen möchte und es individuell haben möchte. Das steht ja nicht bei mir auf dem Hof, sondern das müssen wir auch bei Knaus beim Hersteller bestellen. Ja. Wie vorher gesagt, wir wissen noch nicht genau, was wann kommt, was es kostet oder was sich vielleicht ändern wird. Und deshalb gibt es eine Option für das Fahrzeug. Ja. So, und da vereinbaren wir eben, dass der Kunde sich die Option für 24 Monate sichert. Also innerhalb dieser 24 Monate sollte dann Knaus oder der Hersteller am Ende halt auch mal sagen, was es kostet, was es gibt etc. Und dann kann man aus diesem
aus dieser Option eine Bestellung generieren. Wobei, Zwischenfrage, ja, ich habe irgendwie im Kopf 24 Monate, dass womöglich schon in der zweiten Jahreshälfte was konkret werden könnte. Eben, also wir hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich konkret wird, dass auch wir konkreter werden können und mit ein bisschen Glück vielleicht den Kunden am Ende auch wirklich als Käufer gewinnen, was ja das Ziel für alles sein sollte. Klar. Weil der Kunde möchte ja auch sein Auto bestellen. Ja. Aber ich kann halt, wie gesagt, Stand heute nicht sagen, was es nächstes Jahr geben wird. Also okay, ein Antrag, eine Seite. Ja. Gut, damit kann man leben. Vereinbarung. So viel Zeit muss er. Nimmst du, aber wieso 7.000? Wieso nicht 6.000? Wieso nicht 9.000? Du, ist auch nochmal ein Entgegenkommen von uns. Ganz einfach, weil normalerweise, wenn sich jemand bei uns für einen Fahrzeugkauf entscheidet, fallen 15% Anzahlung an. Mhm. Ja? Also nach Auftragsbestätigung zahlst du uns im Normalfall 15% an. Jetzt wissen wir ja aber nicht genau, wann es überhaupt mal zu einer verbindlichen Bestellung bzw. Fahrzeugauslieferung kommen kann, weil es kann schnell gehen, kann aber auch 24 Monate dauern. Und daher das erste Entgegenkommen von uns, 7.000 Euro Anzahlung, warum nicht 6, warum nicht 8? 7 ist eine positive Zahl. Ja, wir wollen magisch, habe ich schon vorhin gesagt. Wir wollen den schnellstmöglichen Liefertermin haben, die bestmöglichen Konditionen und die fairste Vereinbarung. Und daher haben wir gesagt, passt die 7 einfach am besten dazu. Da hake ich mal gleich nach, weil das Stichwort gekommen ist. Wie Übergang automatisch in eine normale Bestellung, das kapiere ich nicht. Das kapierst du nicht. Also, das hier, diese Vereinbarung für die Option, das ist kein Kaufvertrag für ein Wohnmobil. Nee. Ja, das ist eine Option dafür, dass du sie innerhalb von 24 Monaten diese Option einlösen kannst für die Bestellung. Wobei mit Glück vielleicht schon im zweiten Halbjahr in diesem Jahr. Kann schnell gehen, aber wir wissen es halt nicht genau. Und darum wollen wir eben keinen verbindlichen Kaufvertrag machen, sondern eine Option, weil dann haben wir eine Sicherheit, der Kunde hat eine Sicherheit und es ist für beide fair und flexibel. Ja? Weil wenn jetzt, keine Ahnung, in 2 Monaten klar ist, was es nächstes Jahr geben wird und wir das Auto konfigurieren können, dann können wir natürlich die Option auch einlösen und eine verbindliche Bestellung generieren. Die 7.000 Euro sind dann praktisch die Anzahlung deiner Bestellung. Moment, von wegen fair und flexibel. Kennt man ja bei solchen Angeboten 7.000. Ja. Da habt ihr jetzt irgendwie so ein Baukastensystem, alle sehen gleich aus und ich kann jetzt den optionieren, genauso wie er da steht und Feierabend ist die Kirche. Oder kann ich da hoffentlich auch persönlich konfigurieren? Genau darum geht's. Also du sollst am Ende zusammen mit uns dein Fahrzeug so individuell konfigurieren können, wie du es dir vorstellst. Wir machen auch jetzt, hier und heute zum Beispiel, eine Konfiguration, wie es eben Stand heute möglich ist. Ja, jetzt haben wir das Jahr 2022, Modell 2022 und genau den konfigurieren wir. Wenn jetzt klar ist, was es nächstes Jahr, also 2023 geben wird und der neue Konfigurator online ist, dann rufe ich dich an, proaktiv, komm auf dich zu, ruf dich an, wir machen einen Termin aus und gehen das Ding nochmal komplett neu durch, weil viele Kunden haben ja auch auf Neuheiten bei dem Fiat Ducato gewartet, digitaler Rückspiegel, Abstandstempomat, das sind ja Sachen, die ich aktuell nicht konfigurieren kann. Ja, aber das ist für viele interessant und daher auch wieder eine Option für den Optionsschein, weil wenn dann klar ist, okay, nächstes Jahr gibt es die und die Option, dann konfigurieren wir, wie gesagt, neu. Ja, und dann kannst du diese Option auch direkt einlösen in eine Bestellung. Habe ich denn damit auch wirklich dann Vorfahrt, wenn die Lieferengpässe keine Engpässe mehr sind? Absolut. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Zettel, wo 7.000 Euro draufsteht und dein Geld ist weg oder so, Pustekuchen, sondern wir bestellen den Wagen an dem gleichen Tag, wo wir den zusammen konfigurieren, vorläufig konfigurieren, gehen wir ins Vorrisiko und bestellen den Wagen. Ja. Also wir bestellen zeitgleich den Wagen, so wie es eben Stand heute möglich ist. Und sobald dann klar ist, was am Ende wirklich möglich ist, was es kostet etc., rufe ich dich an und dann machen wir die Änderungen daran. Und wenn du dann sagst, jo, das passt für mich und der Preis ist auch fair, dann kannst du sagen, okay, mache ich. Wenn nicht, kannst du den Optionsschein einfach wieder zurückgeben, kriegst diese 7.000 Euro abzüglich der Servicegebühr zurück und bist raus. Oder wenn du sagst, hey Dennis, das andere Auto, das hier um die Ecke steht, das gefällt mir, ich möchte den haben, ist es genauso. Wird einfach verrechnet. Moment, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ja. Und euch und Ihnen vermutlich auch. Also ich habe jetzt diesen Optionsschein, habe jetzt 7.000 Mark jetzt. Mark. Ja, ich bin eine etwas ältere Generation, ich wollte natürlich Euro sagen. Ja. Ja? So, und jetzt habe ich das Teil und jetzt ändert sich alles Mögliche. Auch bei mir irgendwie, meine Planung oder so. Ich sage mir, nee, nimm mal wieder. Also ich kann ihn offenbar weitergeben. Du kannst ihn zum Beispiel an deinen Nachbar übergeben, du kannst ihn verkaufen, du kannst damit machen, was du willst, weil was man nicht vergessen darf, ist, wenn du dich für den Optionsschein entschieden hast und den Wagen, so wie du dir das vorstellst, vorkonfiguriert hast, dann haben wir als Händler den, so wie es eben Stand heute möglich ist, schon bestellt. Heißt, der ist in der Pipeline, sprich, du sicherst dir damit auch den frühestmöglichen Liefertermin. Weil das größte Problem ist, oder was viele Leute halt vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, die meisten Leute warten jetzt natürlich erst einmal aufs Modell 23, gucken, was verändert sich und bestellen vielleicht dann erst.
Okay, aber dann, ja klar, dann dauert es natürlich viel, viel länger, als wenn ich mich jetzt hier und heute für einen Optionsschein entscheide, weil wir als Sunmobilcast gehen dafür den Kunden ins Vorrisiko. Vorleistung, genau. Und bestellen den Wagen so, wie es jetzt möglich ist. Und wenn dann klar ist, was sich ändert, was man für eine neue Option haben kann, modifizieren wir das nochmal. Aber dadurch ist natürlich mein Auto schon viel früher in der Pipeline drin. Aber und kommt am Ende viel früher. Ja, ja. Das ist das eine. Das andere ist, ich meine, das interessiert mich natürlich dann auch. Ja. Jetzt habe ich 7.000 Euro, ja, habe ich jetzt angezahlt. Genau. Apropos angezahlt, das ist dann auch quasi, wenn es dann in die Bestellung übergeht, dann würden die wir richtige das verrechnen. Wird verrechnet. Wenn du dich am Ende für eine Fahrzeugbestellung entscheidest, dann wird dieser Optionsschein eingelöst im Wert von 7.000 Euro und dein Wohnmobil kostet praktisch 7.000 weniger. Ja, dann nochmal eine Nachfrage, wenn man das jetzt macht. Also nicht nur, dass man jetzt diese Option hat, ein bisschen Vorfahrt, da ist doch preislich dann also als Nachlass auch noch was drin, oder? Ja, das ist ein guter Punkt. Weil ein ganz guter Punkt. Aktuell ist es ja so, Angebot und Nachfrage, wir haben hier gerade 5 Fahrzeuge in Marktindersdorf zum freien Verkauf, also nichts, und haben auch nichts im Vorlauf in naher Zukunft. Und daher müssen wir, allein um diese ganzen Kosten hier irgendwo auch finanzieren zu können, müssen wir natürlich zum etwas höheren Preis als die letzten Jahre verkaufen. Ist einfach so, weil wir haben alle Familien und jeder muss am Ende seine Rechnung bezahlen. Daher wird ja aktuell alles zum sehr hohen Preis verkauft. Ja. So, wenn du dich für einen Optionsschein entscheidest, garantieren wir dir nicht nur die schnellstmögliche Lieferung, sondern eben auch 4% Grundrabatt auf dein Fahrzeug. Viel Information. Tolle Information. Wie ich die erkenne, noch eine ehrliche Information. Eine tolle Idee. Aber wir sind noch nicht fertig, denn ich habe das vorhin mal gehört. Das war so verpackt in einem Satz. Haben Sie vielleicht auch gehört? Habt ihr vielleicht auch gehört? Und weil ich eher der missmutige Kunde bin, Niklas, wir schwenken rüber auf den Juniorchef. Wie fällige Servicegebühr, was habe ich da gehört? Also, anfallen tut eine Servicegebühr eigentlich nur im Ausnahmezustand, sage ich mal. Und zwar, wenn der Kunde den Optionsschein zurückgibt und sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das dauert mir alles zu lang. Oder ich habe mir jetzt irgendwas ganz anderes gekauft, ein Flugzeug, ein Boot, whatever. Ja. So, man darf hier eins nicht vergessen, wenn ihr euch für den Optionsschein entscheidet, bestellen wir ja zeitgleich den Wagen so, wie wir es jetzt eben aktuell konfigurieren können. Ja. Haben ja da auch einen entsprechenden Zeitaufwand, müssen euch beraten und müssen das Fahrzeug am Ende so, wie wir es konfiguriert haben, auch bei Knaus abnehmen, also beim Hersteller. So, und das ist ja auch Vorleistung. Ist ja auch Vorleistung. Ja, klar, verstehe ich sogar. So, und wenn du jetzt sagst, die 7.000 Euro Anzahlung habe ich dir überwiesen, ich habe aber jetzt keinen Bock mehr auf Optionsschein, ist mir alles zu doof oder ich habe mir für was anderes entschieden, dann gibst du mir den Optionsschein einfach wieder zurück und ich überweise dir eigentlich alles zurück bis auf 997 Euro. Das ist unsere Servicegebühr. Einfach für diesen ganzen Aufwand, den wir haben, auch diese ganze Idee, dieses ganze Konzept muss ja irgendwo auch finanziert werden, hat uns auch viel Zeit und Geld gekostet. Aber was sind 997 Euro für das, dass es wahrscheinlich toi 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 niemals, niemals eintreten wird, weil der Kunde möchte ja am Ende sein Fahrzeug haben. Apropos, aber am Ende, was ist denn, wenn es, was wir alle nicht hoffen wollen, aber auch mal länger als 24 Monate dauert? Eben, das darf man auch nicht vergessen, da haben wir nämlich auch wieder was für den Kunden, weil wenn es, also wenn dieses Auto innerhalb von 24 Monaten nicht kommt, so wie wir es jetzt konfiguriert haben, dann kommen wir den Kunden nochmal mit 997 Euro Preisnachlass entgegen. Ja. Einmal einen Kuchen aufessen, wunderbar. Aber wieder zurück zum Thema Fahrzeugoptionsschein. Natürlich könnte man sagen, also so viel habe ich jetzt auch verstanden, ich warte jetzt erstmal so die aktuelle Entwicklung ab und dann bestelle ich vielleicht im halben Jahr oder im Dreivierteljahr. Aber wenn ihr dann erst bestellt, dann gibt es ja wieder eine Verzögerung, dann kann das wieder 1,5 bis 2 Jahre dauern. Deswegen doch lieber so eine Art flexible Vorbestellung, diese Optionsschein. Und dann ist man vorne mit dabei, wie auch immer sich das alles entwickelt. Schwenk rüber. Habe ich das so richtig verstanden, Herr Möller? Du hast es absolut richtig verstanden. Aber bevor du weiterredest, trotzdem sind wir natürlich hier in einem Geschäft. Und ein Geschäft baut Druck auf. Diese Optionsscheine haben laufende Nummern. So sieht's aus. Ja. Limitiert auf 200 Stück aktuell. Ja. Also wir machen das ja jetzt schon ein paar Tage. Es läuft auch ganz gut an. Wird super cool von den Kunden aufgenommen, weil es halt einfach ehrlich, flexibel und für jeden sicher ist. Und wie du es gerade erklärt hast, wenn ich jetzt warte, bis das Auto dann oder die neuen Modelle, sage ich mal, veröffentlicht sind, man dann konfigurieren kann, dann wird es wahrscheinlich entweder keine Optionsscheine mehr geben oder gar keine Wohnmobile. Ja. Weil die ganze Lieferkette, die Lieferprobleme, die werden ja aktuell, wie es ausschaut, nicht besser. Dazu haben wir ja auch im letzten Video schon berichtet. Und daher macht es, denke ich, in meinen Augen auf jeden Fall Sinn, wenn man ein Fahrzeug kaufen möchte, wenn man ein Wohnmobil haben möchte, sich schnellstmöglich dafür zu entscheiden. Klar, grundlegend sollte man natürlich wissen, was für ein Modell es sein soll.
ja, dass das Auto in der Pipeline ist. Aber dann hat man einfach die bestmöglichen Konditionen und den schnellstmöglichen Liefertermin. Ja. Was er Dennis eigentlich sagen wollte, das war der Hintergrund meiner Frage. Die Dinger sind nummeriert, ab 1, einige sind schon weg und es gibt 200. Punkt. Es geht doch einfach. So, jetzt habe ich schon so viele Fragen gestellt und lauter gute Antworten bekommen. Also die Seite haben wir schon mal. Die haben wir auch schon. Ah, ich habe noch was entdeckt. Schwenk. So, Herr Möller, ich habe mir mal aufgeschrieben, Flexibilität und Produktionsplanung. Also yes. Wir haben ja schon festgestellt, dass man jetzt am Anfang das persönlich konfigurieren kann. Genau. Sagen kann, ja, so oder so oder so. Ja. Was ist denn innerhalb der nächsten paar Monate, wenn wir Pech haben, 24 Monate und da will man noch was ändern oder machen? Genau, das ist eben das Schöne an dem Optionsschein, dass man da praktisch jederzeit Änderungen vornehmen kann. Man soll natürlich am Ende so wenig wie möglich ändern, weil jede Änderung kann natürlich auch den Bauplatz wieder ein bisschen verzögern. Ja, ja, aber trotz allem, man hat ja viel Zeit mit der Vorfreude und beschäftigt sich, schaut Videos etc. Und man ist mit dem Optionsschein, wie gesagt, sehr flexibel und kann auch, wenn man sich dafür entschieden hat und auch dann final konfiguriert hat, davor, danach kann man immer noch was ändern. Ja? Wir sagen natürlich auch irgendwann so, jetzt ist mal gut. Ja, klar. Ja, wie gesagt, die Empfehlung auch ganz klar, am besten gar nichts ändern. So konfigurieren, mit uns zusammen besprechen, dass es passt. Ihr müsst ja auch hinterherkommen oder das Werk, wie auch immer. Ja, es ist ja immer eine ständige Werkstatt, wie auch Kommunikationsgeschichte auch mit dem Hersteller. Der muss ja auch wieder schauen, dass die Teile beikommen. Ja, klar. Ende vom Lied für den, der sagt, hey, kann ich das und das noch ändern? Ich möchte jetzt doch ein Raumbad oder doch die Heckdusche dazu. Klar, können wir jederzeit machen. Na, jederzeit machen. Ich meine, muss ich mich dann auch jederzeit informieren? Also ich aktiv oder wie schaut es aus? Weil die Informationen, wie läuft es gerade am Markt, wie sieht es aus, wie geht ihr da offensiv vor? Für die sich bei uns für einen Fahrzeugkauf entschieden haben oder auch für einen Optionsschein, die werden bei uns entsprechend informiert. Wir machen aber auch auf YouTube ja ständig diese Updates, diese Videos, die, denke ich, am wertvollsten für alle sind, wo auch jeder einen Mehrwert draus ziehen kann. Aber wenn es dann, sage ich mal, wichtig und konkret wird, wenn klar ist, hey, jetzt gibt es die und die Option, wir müssen jetzt konfigurieren etc., dann kommen wir natürlich proaktiv zu und besprechen das dann auch nochmal komplett in Ruhe, gehen alle Details durch und schauen, dass das dann auch alles perfekt abläuft. Also, und in so einem Video sind wir gerade. Und ich denke, wir kommen gerade zum Ende. FOS, der Fahrzeugoptionsschein. Nur hier bei Sunmobil Cars in Marktingersdorf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Dennis, das ist eine verdammt gute Idee. Und deswegen steigen wir aus wie immer. LKA. Yes. Liken. Kommentieren. Abonnieren. Wir sehen uns.